Herr Kardinal, Sie betonen immer wieder, dass wir von der Willkommenskultur nun hinkommen müssen zu einer Kultur der Integration. Unter welchen Bedingungen kann das denn gelingen? Müssen dafür noch Grundlagen geschaffen werden? Natürlich muss zunächst der Schlüssel dafür erworben werden, und das ist die Sprache. Das ist das Entscheidende. Und dann müssen wir uns natürlich hier in Deutschland darauf verständigen, dass wir diese Menschen hier auch wirklich willkommen und damit integriert haben wollen. Wir müssen darauf achten, dass keine Ghettos entstehen. Es muss Wohnraum her, und da müssen Deutsche und Zugezogene miteinander in Kontakt treten. Und wir müssen tatsächlich auch unsere Sozialsysteme, Arbeitssysteme und Gesundheitssysteme für diese Menschen öffnen und ihnen Anteilhabe gewähren, so wie das auch für uns ist. Und wir müssen akzeptieren, dass auch eine andere Kultur oder andere Kulturen und auch andere Religionen hier bei uns Raum greifen können. Ob nun pöbelnde Demonstranten oder Facebook-Kommentatoren, die äußern immer wieder ganz starke Sorgen und Ängste gerade davor, vor dieser Öffnung des Arbeitsmarktes und vor den Sozialleistungen. Es wird zum Beispiel gesagt, Flüchtlinge, Asylbewerber bekommen mehr Geld als Hartz-IV-Empfänger. Solche Gerüchte machen immer die Runde und sorgen natürlich für eine gewisse Stimmung. Wie muss man dem denn auch begegnen, diesen Sorgen und Ängsten? Also ich glaube, man muss das einfach transparent machen und deutlich machen, wer welche Ansprüche hat. Und vor allen Dingen aber müssen wir eben einfach sehen, und da sprechen die Bilder ja jeden Abend in den Nachrichtensendungen ganze Bände, dass diese Menschen zu uns kommen und völlig abgerissen sind und fertig sind. Und wer hier ein Kind von 4 Jahren erlebt hat, dass seine Mutter tröstet, die mitmachen musste, dass ihr Mann von der IS enthauptet ist, dann mit solchen Argumenten kommen und dann sagen, die bekommen mehr Geld, das ist doch einfach ein Schüren von Neid. Das kann ich nicht akzeptieren und nicht hinnehmen. Sie haben jetzt auch schon Flüchtlingsunterkünfte besucht. Ich habe schon wahrgenommen, dass wenn Menschen Berichte in den Nachrichten sehen, dass sie sagen, achte mal drauf, in jedem Bild kommt ein Kind vor. Das heißt, da ist auch schon wieder dieses Misstrauen, dass die Medien das auch wiederum falsch darstellen. Also was haben Sie wirklich vor Ort auch kennengelernt? Ja, es sind traumatisierte Kinder da, oft eben unbegleitet. Es sind traumatisierte Frauen da. Es sind viele Männer da. Es kommen in der Regel die Männer, weil das Geld vor Ort nur für einen ausreicht. Und der Mann ist dann in der Regel derjenige, der sich auf den Weg macht und der dann auch sagt, ich versuche das, dorthin zu kommen, nach Europa, auch in der Erwartung, dass er seine Familie dann nachziehen lassen kann, damit sie aus dieser Unsicherheit herauskommen. Das ist ein Stück die Realität, der wir uns stellen müssen. Die Situation in diesen Unterkünften ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Und ich bin dankbar, dass sich so viele engagieren, dass ich dort Ärzte erlebe, die vorher pensioniert waren, die jetzt sagen, jetzt mache ich hier ehrenamtlich mit und bringe mein Know-how ein. Also ich halte nichts davon, die Menschen gegen uns jetzt auszuspielen und eben Angst zu schüren, dass wir zu kurz kommen könnten. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Und es ist gut, wenn wir unseren Reichtum teilen und andere dann teilhaben lassen. Ungarn hat jetzt seine Grenzen komplett dicht gemacht. Mit Stacheldraht haben sie sich abgeschottet. Jetzt hat die CSU den Ministerpräsidenten Orbán eingeladen. Denken Sie, das ist ein falsches Signal der doch christlichen Partei, die das C im Namen trägt? Nun, es spricht natürlich Bände, wenn ein solcher Gast eingeladen wird. Man muss einfach mal abwarten. Jeder kann natürlich einladen, wen er möchte. Und wenn der Parteitag dort oder die Begegnung mit Herrn Orbán dazu führt, dass wir auch sehr deutlich machen, was wir in Deutschland unter Asyl verstehen, dass das ein individuelles Recht ist und dass natürlich jeder ein Recht auch darauf hat, ein anständiges, ein faires Verfahren zu bekommen, dann ist da ja schon mal viel mit gewonnen. Und wenn ebenfalls deutlich gemacht wird, dass wir von unserem deutschen, vom Grundgesetz her geprägten Menschenbild, von unserem europäischen Menschenbild her und der entsprechenden Asylgesetzgebung nicht einfach Menschen mit Schlagstöcken und Stacheldraht begrüßen oder gar auch mit Rauchbomben, dann wäre ja viel gewonnen, wenn der ungarische Premierminister jetzt hier bei der CSU ist. Ansonsten, wenn umgekehrt nur eine Nachhilfestunde erteilt würde in Abschottung, dann wäre es natürlich fatal.
Sie hatten hier andere Gäste eingeladen, die aus der Praxis berichtet haben. Was haben Sie von den gestrigen Gesprächen mitgenommen? Also, dass sich hier zwei Oberbürgermeister vorgestellt haben, die von ihrer Praxis berichtet haben, die von vielen, vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt werden, die berichtet haben von einer großen Willkommenskultur, von Menschen berichtet haben, die quasi rund um die Uhr im Einsatz sind, die auch nachts gerade stehen, wenn neue Flüchtlinge ankommen. Wir haben hier einen Pfarrer kennengelernt, der einen jungen afrikanischen Flüchtling, der seit 2 Jahren hier ist, mitgebracht hat. Der hat sein Integrationsprojekt dort vorgestellt. Das waren einfach total mutmachende Beispiele. Wir haben aus dem Erzbistum Köln vorgestellt bekommen, unsere große Hilfsaktion Neue Nachbarn. Das sind einfach Gegenbeispiele, die deutlich machen, dass Deutschland in den vergangenen Wochen geleuchtet hat. Und dass von Deutschland aus, unter anderem von Deutschland, sicher von anderen europäischen Ländern, wenn ich an Österreich denke, etwa, dass da etwas von ausgegangen ist, was für Humanität, was für Menschlichkeit steht. Und das macht eben Europa aus. Und das ist etwas, was wir stark machen sollten. Herr Kardinal, herzlichen Dank für das Interview. Ja, gerne.